Wie ihr im Intro schon hören konntet, geht es heute um eine Effektspur. Effekte, die halt auch UFO 361 häufig verwendet, im Trap, wie auch immer, von ganz vielen Künstlern. Am besten, ihr haut euch Kopfhörer rein, weil das Signal ist links und rechts gependelt. Und dann lasse ich es einfach einmal solo laufen und dann zeige ich euch, was ich da genau gemacht habe. Ich habe das jetzt hier in dem Part als Hauptstimme, aber natürlich habe ich während dem ganzen Part als Doppels eingesetzt. Man hört das eh, ich habe das hier nur lauter gemacht. Ist halt auch einfach eine Effektspur, mit der man halt auch arbeiten kann im Hintergrund und muss nicht unbedingt eine Main Vocal sein. Jetzt in dem Fall habe ich das halt so aufgebaut. Und ich mache mal alles raus, damit du mal hörst, wie das Ganze trocken geklungen hat. Man hört also schon, ich habe viel Hall drauf. Ich habe hier Valhalla Vintage Verb, der klingt halt ja recht künstlich, gut für Effektspuren. Und da habe ich 1,8, das Ganze mit dem Bright Hall Preset. Und das habe ich halt auch dem Beat Tempo angepasst. Dann dahinter natürlich noch einen Equalizer gesetzt, also den Hallraum, den habe ich mal ganz groß gemacht. Und natürlich Autotune drauf, Vocal Rider und das Gate sind eigentlich Standardsachen, es ist nichts Spezielles. Das Gate macht halt einfach hier zwischen den Doppels, habe ich ja öfters mal Pausen, das macht es halt, also das schaltet es automatisch stumm. Und der Vocal Rider, der zieht halt hier die lauten Sachen leiser, damit es ein bisschen in einer Ebene ist. So, danach habe ich das Signal ein bisschen ausgedünnt, bedeutet, ich habe es in den Höhen präsenter gemacht und in den Tiefen einen niedrigeren Low-Cut eigentlich, also der ist jetzt hier nur bei 100 Hertz, dafür allerdings eine Low-Shelf und ich zeige dir gleich, was die macht. Und dann natürlich einen Kompressor. Ja, Vox-Kompressor, der hittet recht stark. Joints, sie geben mir Energie wie bei einer Genki-Dama. Shoutouts an meine. Das ist also jetzt hier der erste Kompressor in der Chain. Danach habe ich den SSL-Channel. Das ist eigentlich ein Plugin, das ist eigentlich extrem super. Das hat so gut wie alles. Und das hat halt hier mehr oder weniger den Kompressor auf der Seite. Dann kann ich hier noch einen Low-Cut und einen High-Cut dazuschalten. Habe ich auch gemacht. Noch einmal ein bisschen rausgedünnt, also verdünnt die Stimme. Und dann kann ich hier nochmal, schaue ich mir an, wo sind die Bänder, wo kann ich was rausziehen. Also da schalte ich das Ganze zuerst einmal auf ganz laut, höre es mir an, wo ist es ein Störgeräusch, jetzt hier ungefähr bei ja, 700 Hertz und dann ziehe ich es halt raus und das habe ich halt hier gemacht bei 3 Kilohertz, bei 10 geboostet und hier bei 800 habe ich es rausgenommen und das hören wir uns auch mal an. Meine Bros, die seit Tag 1 schon da war, Joints, sie geben mir Energie wie bei einer Genki-Dama. Also so kann man schon mal ein Signal sehr leicht bearbeiten. Mit dem SSL-Channel kann ich halt, eigentlich reicht es als einziger Equalizer, aber natürlich habe ich davor noch mit dem Fab-Filter grafisch alles rausgedünnt, ganz grob. Und hier kann ich dann wirklich drauf eingehen, auf die Bänder. Und was möchte ich lauter haben, was möchte ich leiser haben. Kann noch hier Fast Attack dazuschalten, wenn ich das will. In dem Fall wollte ich das nicht. Und danach einen De-Esser, weil bei der Spur natürlich auch die Essen sehr stark sind. Okay, und danach habe ich jetzt das Plugin, also habe ich jetzt ein Plugin drauf, das ist ein Little Micro Shifter. Der ist eigentlich recht cool, was sowas angeht, da kann ich nämlich die Stimme verdoppeln, verdreifachen und dann links und rechts aufspreaden. Man merkt jetzt, die Stimme hört sich jetzt gar nicht mehr an, wie als wäre das irgendwie monoton, also als wäre das jetzt hier eine Monospur, sondern das hört sich extrem stereomäßig an. Wir hören mal rein. Und so kann ich das Signal jetzt ganz easy auf Stereofeld aufspreaden und das ist halt als Doppelvocal sehr nice. Ich lasse mal hier was laufen, dann hört man es auch im Hintergrund. Drip,
ja, mein Baby dreht. Ist halt das Aufbau sehr schön jetzt hier für die Bridge. Das war's eigentlich auch schon, wie gesagt. Kompressor hittet halt sehr stark. Das ganze Signal ist sehr dünn, sehr offen nach oben hinaus. Und dann mit dem De-Esser probiert man das dann wieder ein bisschen zu regulieren, damit es nicht zu übergreifend ist. Und mit dem Mikroshifter habe ich das Ganze dann halt sehr gespreadet. Ich kann jetzt noch was probieren, und zwar haue ich jetzt mal einen Chorus-Effekt drauf statt diesem Mikroshifter. Den gibt es auch, wie gesagt, ich haue jetzt hier einfach den drauf. Voice ist 2, also kommt aufs Gleiche raus. Ich habe jetzt, davor hatte ich auch 2 Voices. Machen wir mal Double und hören uns das einmal an. Das war es eigentlich auch schon zu dem Tutorial. Wie gesagt, falls du willst, dass ich dir was mixe, falls du irgendwelche Fragen hast, schreib mir auf jeden Fall auf Instagram. Der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Abonnier den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal.